Ja, hallo, ich bin Sabine Stange und das ist mein Mann, Jürg Lohr. Hallo. Wir betreiben das Bio-Familienhotel Gut Nisdorf. Wir haben vor vielen Jahren das alte Gutshaus in Nisdorf saniert, haben da 12 Ferienwohnungen drin installiert und sind seit 2013 ein biozertifiziertes Hotel. Das ist für uns extrem wichtig, schon seit vielen Jahren. Ergibt sich auch, wenn man Mitglied bei den Bio-Hotels ist. Man verpflichtet sich dazu, bestimmten Dingen, wie eben 100% Bio-Lebensmittel, den Einsatz von Ökostrom, die CO2-Reduzierung. Dafür gibt es alle 2 Jahre, wird der CO2-Fußabdruck neu berechnet. Wir sind jetzt aktuell bei 7,2 Kilogramm CO2 pro Gast und Übernachtung. Als Vergleich, die Standardhotellerie hat Werte, die deutlich über 40 Kilogramm pro Übernachtung und Gast liegen. Naja, beginnen tut das mit ganz einfachen Sachen, die wahrscheinlich jeder mittlerweile schon macht. Also Stromsparlampen, Thermostate an den Heizkörpern, aufpassen, dass halt das Ganze überwachen. Wir haben in unserer Saunaanlage, das ist einer der größten Energiefresser, die wir haben, schon seit 10 Jahren Energiesparsteuerung eingebaut, die uns etwa 50% Energie einspart, was die Sauna normalerweise kosten würde. Wir fahren mittlerweile ein E-Auto und versuchen halt in allen möglichen Bereichen CO2 zu reduzieren. Also es fängt ganz einfach damit an, wenn ich Strom spare oder Gas spare, dann spare ich auch Geld. Und wir wollen aktiv an einem der größten Probleme, die die Menschheit im Moment hat, auch gegenwirken. Wenn alle aktiv was dagegen tun, dann funktioniert das auch, dann passiert auch was. Deshalb machen wir da aktiv eigentlich mit. Das ist unser Mehrwert. Naja, wir haben bei uns an der Eingangstür unser Schild hängen, dass wir klimaneutral sind. Das heißt also, dass wir Zertifikate gekauft haben, die der Menge CO2 entsprechen, die wir eben ausstoßen oder verursachen. Ansonsten eigentlich im Gespräch mit den Gästen. Ja. Es gibt Gäste, die sich dafür interessieren. Da kommt das sehr gut an. Ja. Die fragen dann auch, wie kann ich das machen, was kann ich tun. Es gibt aber auch Gäste, denen ist das egal, die interessieren sich nicht dafür. Wir missionieren die auch nicht. Wir haben Aushänge von dem, was wir so machen und versuchen zu motivieren, es nachzumachen. Ja. Bevor man Zertifikate kaufen will, muss man erstmal über sein eigenes nachdenken. Und das geht am besten mit so einem CO2-Fußabdruck. Mhm. Da gibt es Unternehmen, die unterstützen einem dabei, seinen eigenen CO2-Fußabdruck zu bestimmen. Dann weiß man, wie man selber steht und wo meine Gebiete sind, wo ich selber agieren kann, wo ich gar keine Zertifikate brauche. Ja. Zum Beispiel eben Strom sparen, Gas sparen, was auch immer. Und für den Rest, wo ich halt selber nichts tun kann, da kann ich dann immer noch kompensieren.